Die Corona-Goldgräber. Wer sind die Akteure und Profiteure? Die Krisengewinner. Wer die Verlierer sind? Das stellt die Wirtschaftskammer Kärnten in einem eindringlichen Video mit Unternehmern aus der Veranstaltungsbranche dar. Doch es gibt auch Krisengewinner. Angesichts der Milliardensummen an Corona-Hilfen, die in kurzer Zeit ausbezahlt, und der Rekordschulden, die dafür aufgenommen worden sind, analysieren Finanzexperten, welche Last die Steuerzahler tragen. Dann sieht man, dass eigentlich 8 von 10 Steuereuro von Arbeitnehmern, von Selbstständigen über die Lohn- und Einkommensteuer und andere Steuern bezahlt werden. Aber dass nur circa 1 von 10 zukünftigen Steuereuros, um die Hilfen zurückzuzahlen, dann wirklich aus Unternehmensgewinnen und aus Vermögens- bzw. Vermögenszuwachssteuern stammen werden. Dann kann man hier schon von einer Gerechtigkeitslücke sprechen. Deshalb fordern Oppositionspolitiker, Finanzexperten und Ökonomen eine transparente Aufarbeitung des tatsächlichen Finanzflusses der bisherigen Corona-Hilfen. Die Bundesregierung hat da ja seltsamerweise eine eigene GmbH gegründet, die sogenannte COFAG, die Covid-Finanzierungs GmbH, wo sie den größten Teil der Unternehmenshilfen hinausgelagert hat, dass also nicht direkt das Finanzministerium oder das Wirtschaftsministerium diese Hilfen vergibt, sondern dann eine eigene GmbH. Es gibt eigentlich fast nur Nachteile davon, weil die Finanzierungsflüsse dort eigentlich versteckt werden. Die Bundesregierung hat jetzt selbst eine Offensive für mehr Transparenz bei Wirtschaftshilfen gestartet, wie auch die EU fordert. Wir haben uns auch darüber verständigt, in Sachen Wirtschaftshilfen einen Schritt in Richtung Transparenz zu machen, und zwar schneller, als es die Europäische Union fordert, und zwar auch umfangreicher. Klar ist, Missbrauch gehört geahndet. Hier gibt es die entsprechenden Kontrollmechanismen, die auch die nächsten Jahre noch in Anspruch werden müssen. Und genau deswegen sollen wir auch darauf Bezug nehmen, wenn es hier Hinweise gibt, dass hier die Finanzpolizei und die entsprechenden Gremien entsprechend kontrollieren. Dazu gibt es kein Interview, aber einen schriftlichen Hinweis vom Finanzministerium. In Summe werden rund 21.000 Datensätze in einem Gesamtvolumen von rund 6,7 Milliarden Euro in Brüssel eingemeldet. Den Finanzexperten des Momentum-Institutes ist bei großen Konzernen und Firmengruppen eines besonders aufgefallen. Der Umsatzersatz im November und auch teilweise im Dezember war kein Kostenersatz, sondern er war eine Gewinnsubvention. Wir wissen jetzt wirklich konkret zum ersten Mal, wie viel die diversen Möbelkonzerne, Elektronikketten an Hilfsgeldern erhalten haben. Also zum Beispiel Mediamarkt hat hier 11 Millionen erhalten. Das ist aber ein Konzern, der sehr gut durch die Krise gekommen ist, weil die Unternehmen sofort nach dem Lockdown denen die Bude eingerannt worden ist und dort halt entsprechend eingekauft wurde. Dass kleine Wettbüros große Summen, auch über 200.000 Euro, kassiert haben, ist ein besonderes Beispiel der Überförderungsproblematik. Bei denen war es nämlich so, dass die ja normalerweise einen sehr hohen Umsatz machen, aber im Endeffekt die ganzen Einnahmen, die die Spieler in die Automaten reinstecken, dann auch als Gewinne wieder auszahlen. Also da werden sicherlich 90% von dem, was hier hereinkommt, wieder als Gewinn, als Spielergewinn ausbezahlt. Und wenn ich jetzt aber eben nur den Umsatz ersetze, also sagen wir, ich ersetze hier eben 80% des Umsatzes, und rechne aber so, dass ich diese Spielergewinne nicht vorher abziehe, dann ist das natürlich ein Bombengeschäft für den Automatenbetreiber. An alle Glücksspielkonzerne sind laut Experten bis zu 22 Millionen Euro gezahlt worden. Wo landen die Staatshilfen noch, die von der Politik verteilt und von Steuerzahlern in Österreich und Deutschland finanziert werden? Ein Negativbeispiel ist sicherlich der deutsche Konzern Daimler. Die haben insgesamt 700 Millionen an Kurzarbeitsbeihilfen vom deutschen Staat erhalten, haben sich damit dann für das Geschäftsjahr 2020, für das Corona-Jahr, 1,4 Milliarden Dividende ausgeschüttet. Und zusätzlich hat noch eben der Vorstandschef einen Bonus erhalten von über 1 Million Euro. Also das ist natürlich schon eine gewisse Dreistigkeit, wenn man hier hunderte Millionen an Staatsgeld erhält und das dann sowohl als Dividenden als auch als Boni für Manager ausschüttet.
Krisengewinner profitieren von Gesetzeslücken wie legalen Steuertricks. Also es gibt Schätzungen, nach denen sich Amazon hier 3 Milliarden Euro an Steuern erspart hat. Das ist vor allem, also es klingt gar nicht so viel, aber wenn man dann noch die anderen Digitalkonzerne hinzunimmt, wie zum Beispiel Microsoft, Apple, Facebook und so weiter, dann findet man, dass sich über 8 Jahre hinweg diese Digitalkonzerne bis zu 100 Milliarden US-Dollar an Steuern weltweit erspart haben. Ein Interview mit Amazon gibt es nicht. Schriftlich betont der Konzern: Wir zahlen in Ländern in ganz Europa Körperschaftssteuern in Höhe von Hunderten von Millionen Euro. Und wir arbeiten überall unter voller Einhaltung der lokalen Steuergesetze. Jetzt sollen Konzerne zu einer globalen Mindeststeuer von 15% verpflichtet werden. Zumindest, wenn es nach den 7 führenden Industriestaaten geht. Zustimmen müssen aber auch Schwellenländer wie China, Brasilien und Indien beim nächsten G20-Gipfel. Steueroasen sträuben sich dagegen.